Ja, mein Name ist Francisco Marie. Ich arbeite bei Brot für die Welt in der Politikabteilung. Normal ist ja Brot für die Welt eine Organisation, die Projekte fördert von Partnern. Aber die Strukturen, die globalen Strukturen sind so, dass wir sie mitverändern müssen, damit die Projekte auch erfolgreich sein können, dass die Menschen Hilfe zur Selbsthilfe überhaupt umsetzen können. Und deswegen haben wir eine Politikabteilung, da arbeite ich im Bereich Ernährungssicherung vornehmlich. Das ist ein eigenes Referat mit 10 Kolleginnen. Und da ist mein Schwerpunkt eben Agrarexporte. Also was richten die an in Ländern des Südens, speziell aber in Afrika. Meerespolitik, also alles, was mit Fischerei zu tun hat und Meeresfragen und neuerdings ein Bereich, das sind Wertschöpfungsketten, also Produkte, die aus dem Süden in unseren Supermärkten landen. Wie können Kleinbäuerinnen davon profitieren oder im Gegenteil, wie werden sie geschädigt? Dadurch, dass die Standards, also geht es vor allem um Standards, dort eben genauso hoch werden und für Kleinbauern eben schwer zu erreichen sind. Im Deutschen ist das ja ein schwieriges Wort, Wirtschaftspartnerschaftsabkommen. Diese Abkommen wurden im Jahr 2000 als Begleitung des sogenannten Cotonou-Abkommens. Das war die Überführung der Beziehungen Europas, vor allem eben der ehemaligen Kolonialländer England und Frankreich zu ihren Ex-Kolonien in Afrika, im Pazifik und in der Karibik, also nicht in Asien oder in Südamerika zum Beispiel. Die haben seit ihrer Unabhängigkeit in den 60er Jahren besondere Wirtschaftsbeziehungen zu ihren ehemaligen Mutterländern, also zu, was heute ja die Europäische Union ist, und konnten eigentlich alle ihre Waren zollfrei, mehr oder weniger. Es gab Einschränkungen zum Beispiel für Zuckerexporte, weil in Europa eben auch durch Zuckerrüben Zucker produziert wird. Und die konnten eigentlich ihre Waren zollfrei nach Europa exportieren. Nach der Gründung der WTO in der Mitte der 90er Jahre sagte die EU, ist das nicht mehr möglich oder nicht mehr ganz legal, weil es gibt einen Paragraphen der Freihandelsabkommen oder Zwischenländer nur dann erlaubt, wenn beide Partner sich gegenseitig Zollfreiheit gewähren. Denn die Zollfreiheit der afrikanischen Länder war nur einseitig zugunsten Afrikas, unsere Märkte beliefern zu können, aber ohne Zwang, dass sie selbst europäische Produkte zollfrei in ihre Märkte lassen mussten. Damit war im Prinzip Schluss. Man fragte nochmal, also die Europäische Union fragte nochmal bei der WTO an, wie viel Zeit man hätte, das zu korrigieren, bekam dann als Antwort, obwohl die WTO selber das nie selber von sich aus gefordert hat, dann 8 Jahre bis 2008. Und dann begannen Verhandlungen, nicht mit allen Ländern gleichzeitig, beziehungsweise als einer Gruppe, sondern man nahm ein bisschen darauf Rücksicht, dass es ja schon Wirtschaftsgemeinschaften gab, so wie die EU in Westafrika, im südlichen Afrika und Ostafrika, relativ ausgebildet. Allerdings hat man auch in manchen Regionen mit sanftem Druck manche Länder in solche Wirtschaftsunionen hineingebracht, zum Beispiel die Demokratische Republik Kongo, die eigentlich keiner Wirtschaftsunion so richtig oder mehreren angehörte, Tansania sogar drei verschiedenen. Dann hat man sie ein bisschen dahin gedrängt, wo die Europäische Union sie haben wollte. Und dann begannen die Verhandlungen, eben mit dem Ziel, und das war klar von Anfang an, dass die EU darauf besteht, dass ein Großteil des Marktes der afrikanischen Länder für europäische Waren in einem gewissen Zeitraum, bis zu 15 Jahre, zollfrei wird. Alle unsere Waren sollten ohne Zölle in diese Länder oder sollen in diese Länder exportiert werden können. So wie umgekehrt, das war klar, die Europäische Union behält ihre Zollfreiheit für afrikanische Waren. Das war der Rahmen, der mit den Verhandlungen aufgenommen werden sollte. Politisch wurde gesagt, von der Europäischen Union, der Vorteil ist einmal, dass mit dieser Öffnung der Märkte, das ist ja ein bisschen die Ideologie des Freihandels, je offener die Märkte sind, desto mehr Möglichkeiten gibt es zum Beispiel für Investoren in anderen Ländern zu investieren. Das schafft Arbeitsplätze, dass die zum Beispiel Ersatzteile oder
Maschinen sind dann nicht so teuer, dann können auch Einheimische mehr investieren. In der Landwirtschaft kann man dann eben auch gut exportieren und kann mit diesen Devisen dann wieder Waren bei uns einkaufen, sodass dann auch ein Ausgleich da ist. Je offener die Märkte, hat jeder, der etwas sehr billig zu produzieren hat, das nennt man dann komparativen Kostenvorteil, der kann auf den Weltmarkt und dadurch Vorteile haben. Das ist die Theorie. Dazu kam, dass man hoffte, mit dieser Stärkung der Wirtschaftsgemeinschaften auch den regionalen Handel, weil der ist sehr schwach in Afrika. Also es wird das meiste, was gehandelt wird, geht nach außerhalb, anders als in der EU. In der EU sind 80% der Güter, die wir miteinander tauschen, innerhalb der EU und nur 20% geht nach außerhalb. In Afrika ist es genau umgedreht. Nur 10 bis 15% wird innerhalb Afrikas gehandelt. Das meiste geht nach außen. Vor allem eben Rohstoffe, Agrargüter, also Öl natürlich und andere mineralischen Rohstoffe, aber auch eben Agrarprodukte. Und das sollte sich verbessern, dass die Länder auch miteinander handeln. Weil die Zölle auch innerhalb der Länder dann abgeschafft werden müssen, weil man einen gemeinsamen Außenzoll braucht. Das war die Idee. Und ja, die Praxis sieht leider anders aus. Also die Grundkritik war die Höhe der Öffnung der Zolllinien. Das heißt also, wie viele Produkte müssen in den nächsten Jahren ihren Zoll abschaffen gegenüber europäischen Produkten. Und die EU setzte durch, dass es ein Verhältnis 80 zu 20 ist. Also nur 20% der Produkte, die in Afrika produziert werden und auf den afrikanischen Märkten verkauft werden, braucht nicht seinen Zoll abzuschaffen. 80% sollten es werden. Und das ist natürlich in Ländern, die eigentlich erst dabei sind, sich auch einen eigenen Markt zu schaffen und vor allem Industrieprodukte zu produzieren. Bisher ist ja Afrika ein Rohstofflieferant, aber auch Afrika braucht Arbeitsplätze. Es geht nicht, dass die eigenen Rohstoffe dann zu unserem Reichtum führen, selbst Agrarrohstoffe, wenn man sich anschaut, nehmen wir Beispiel Kakao. Deutschland ist der weltgrößte Schokoladenexporteur. Nun hat nicht mal der Klimawandel bisher bewirkt, dass wir Kakaobohnen haben. Also exportieren, importieren wir Kakaobohnen, aber die Wertschöpfung zur Schokolade hin, findet bei uns statt, 80% in Deutschland. Und deswegen exportieren wir dann die Schokolade, aber die Grundlage sind Kakaobohnen aus Westafrika. Frage, warum macht das Afrika nicht selber und schafft Arbeitsplätze zum Beispiel in der Schokoladenherstellung? Und das muss aber Afrika erstmal entwickeln können. Und da solche Möglichkeiten, gerade auch für mineralische Rohstoffe, Öl, also selber Benzin herstellen, selber Kunststoffe herstellen, das wird natürlich sehr schwierig, wenn man zu Beginn einer solchen Produktion schon gleich mit den Konkurrenzprodukten aus Europa, womöglich sogar mit den eigenen Rohstoffen, wegkonkurriert wird. Denn Beispiel Kaffee, der meistgetrunkene Kaffee in Afrika kommt aus Europa, nämlich Nescafé, der Pulverkaffee, weil sie selber kaum Kaffee rösten können. Also auch da Rohstoffe, in dem Fall sogar eigene Rohstoffe, werden bei uns verarbeitet. Die Wertschöpfung findet bei uns statt und wird dann wieder nach Afrika exportiert, wo er natürlich sehr teuer dann ist, obwohl die Kaffeesträucher um die Ecke wachsen. Also das ist so ein Verhältnis, was nicht fair ist. Und das ist die Grundkritik eigentlich unserer Partner, auch der Kleinunternehmer, dass Afrika zu einem Punkt, wo sie dabei sind, sich zu industrialisieren, schon jetzt für die nächsten 20, 25 Jahre entscheiden muss, wie sie in einer Konkurrenzsituation mit europäischen Produkten sich stellt, ohne überhaupt zu wissen, was sie machen sollen. 20% der Produkte konnten sie sich aussuchen. Da haben sie natürlich, da der Landwirtschaftssektor der größte Arbeitgeber ist, zu 70% sind die Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt, haben sie versucht, wenigstens die Landwirtschaftsprodukte vor europäischer Konkurrenz zu schützen. Allerdings auf einem Niveau sehr niedriger Zölle. Und das ist natürlich sowieso schon problematisch, weil kennen wir ja alle Beispiele, Milch, Hähnchen, Gemüse, jetzt schon aus Europa sehr billig dort eingeführt wird und schon jetzt der Landwirtschaft sehr hohen Schaden bereitet. Aber sie müssen es noch nicht noch schlimmer machen. Das ist ausgenommen, das hat die EU akzeptiert nach langen Auseinandersetzungen.
Was die afrikanischen Länder auch nicht wollten, sind ihre Dienstleistungsmärkte erstmal öffnen. Das ist klar, was bleibt den Ländern anders übrig, dass man zumindest beim öffentlichen Beschaffungswesen, wenn man eine Schule baut, dann versucht, die eigenen Bauunternehmer zu bevorzugen und sich nicht in einem Bieterwettbewerb mit europäischen Baufirmen befinden muss. Und das müsste man, wenn man den Dienstleistungsmarkt öffnen. Die Karibik hat das gemacht, allerdings auch in der Hoffnung, dass sie selbst Dienstleistungen in Europa anbieten kann. Das wäre jetzt möglich, aber sie kriegen keine Visa. Also die Visafreiheit ist nicht Teil der EPAs, ist der große Widerspruch. Also das, und deswegen kann ich, Jamaika zum Beispiel wollte Krankenschwestern mit Unternehmen in England anbieten, aber die Briten geben ihnen keine Visa. Also nützt die EPA in dem Fall nicht, obwohl es möglich wäre. Und Afrika hat eigentlich, alle Länder haben abgelehnt, in den Dienstleistungsmarkt zu gehen, also dass auch Banken, Versicherungen, öffentliches Beschaffungswesen auch noch europäischen Konkurrenten geöffnet wird. Noch, aber in den Verträgen ist zum Beispiel eine sogenannte Rendezvous-Klausel. Sobald die Verträge abgeschlossen werden, müssen sie 6 Monate später anfangen, auch darüber zu verhandeln. Auch ein starker Kritikpunkt, dass man Regierungen zwingt, Verhandlungen aufzwingt für die Öffnung von Gütern, die eigentlich nichts damit zu tun haben, um auch die anderen Märkte zu öffnen. Und es gibt eine ganze Menge anderer. Also einer der großen Kritikpunkte vieler Menschen ist auch, dass durch die Zollabschaffung auch die Zolleinnahmen wegfallen. Man muss wissen, dass in Afrika die Staatshaushalte, anders als bei uns, am wenigsten von Steuern gefüllt werden, weil es eben kaum zum Beispiel keine Lohnsteuer gibt. Oder die gibt es schon, aber es gibt kaum formale Arbeitsplätze. Nur 10 bis 15% der Menschen haben einen Arbeitsplatz, so wie wir sie kennen, ja, wo man morgens bis abends zur Arbeit geht und irgendwann mal Monatsende einen Lohn hat. Das gibt es eigentlich nur beim Staat und bei manchen Fabriken. Die meisten Arbeitsplätze sind informell, also man verkauft irgendwas in der Stadt oder Landwirtschaft. Und das, da zahlt niemand erstmal Steuern, weil man sowieso nicht weiß, abends, morgens, was man abends verdient hat. Und, in der Land- und es gibt auch kaum eine durchsetzbare Mehrwertsteuer. Also sind die Zolleinnahmen sehr wichtig. Für manche Staaten, wie zum Beispiel Gambia, die sind abhängig zu 50% ihres Haushaltes von Zolleinnahmen. Die EU will sie abschaffen. Sie gibt Ausgleich mit Geld, was sie aber sowieso schon für Afrika vorgesehen hatten. Man bündelt es jetzt und sagt, okay, das ist euer Ausgleich. Die ersten 5 Jahre auch nur, obwohl 20 Jahre liberalisiert wird. Danach hofft man, dass diese Staaten über Mehrwertsteuer und Lohnsteuer den Haushalt selber ausgleichen können. Das versucht die Weltbank aber schon seit 30 Jahren. Das ist kaum durchsetzbar, dass eine alte Frau aus ihrem Avocado-Baum, wenn sie die Avocado verkauft, dann 18% Mehrwertsteuer an den Steuereintreiber gibt. Das ist eher unwahrscheinlich, dass sich das in den nächsten 5 Jahren ändert. Also auch das ein großer Kritikpunkt, dass Einnahmen verloren gehen. Und man gewinnt nichts, weil die meisten Länder, und das ist sozusagen das Letzte noch, die EU gewährt ja unabhängig von den EPAs 80% der Staaten sowieso schon freien Zollzugang über die Initiative Alles außer Waffen. Das heißt, die EU hat 2000 im Rahmen der Entwicklungsrunde bei der WTO allen ärmsten Ländern, die sogenannten Niedrigeinkommensländer oder auf Englisch LDCs, die erhalten weltweit, also nicht nur in Afrika, aber 90% sind afrikanische Länder, sowieso freien Zollzugang. Das heißt, sie müssen sich auf Verträge einlassen, indem sie ihre Märkte öffnen, aber nichts bekommen, was sie nicht schon hätten und auch behalten würden, wenn sie es nicht täten und also nicht unterschreiben würden. Und das war natürlich nicht sehr motivierend für die meisten Länder. Warum sollen sie verhandeln oder einen Vertrag abschließen, von dem sie eigentlich nur Nachteile haben? Es gibt Länder, die nennen sich Mitteleinkommensländer, die etwas weniger arm sind. Denen gewährt die EU dieses freien Zollzugang nicht. Und die sind meistens auch nur 1 oder 2 in der Wirtschaftsunion. Das wäre sowas wie, wenn sozusagen außer Deutschland alle anderen mit den USA einen Vertrag abschließen könnten, aber Deutschland nicht. Das ist natürlich alles andere als Integration. Und das ist genau passiert in den letzten Wochen, weil die, in den 2 großen Wirtschaftsblöcken Ost- und Westafrika sind die Verträge nicht abgeschlossen worden. Aber die Mitteleinkommensländer mussten, weil sie ihre Waren sonst nicht zollfrei nach Europa kamen, haben dann Einzelverträge gekriegt mit sehr negativen Wirkungen. Das wäre quasi, wenn Frankreich und Deutschland mit den USA ein TTIP hätte und der Rest nicht.
Was natürlich klar ist, dass die Waren dann über diese beiden Länder dann trotzdem in die Länder, die gar keinen Vertrag haben, reinkommen, weil man eine Wirtschaftsunion ist. Also über Frankreich und Deutschland können natürlich auch der Rest Europas mit TTIP-Waren aus den USA beliefert werden. So ist das jetzt in Ostafrika mit Kenia und in Westafrika mit Ghana und Côte d'Ivoire. Also wir machen einen Unterschied zwischen Flucht und Migration. Also als Fluchtgründe bezeichnen wir eher eine Situation, die sehr unmittelbar eine Entscheidung erzwingt, manchmal erzwingt, wenn es überhaupt die Möglichkeit gibt, wirklich von Leib und Leben Gefahren abzuwehren. Das ist das, was wir leider jetzt in Syrien erleben, in Afghanistan sehr oft, in Ostafrika, in Eritrea, Äthiopien zum Teil, jetzt neuerdings auch in Äthiopien. Bei Migration sind das nicht sehr spontane, von heute auf morgen entschiedene Gründe, sondern wenn Menschen in der einfach keine Perspektive sehen oder woanders eine bessere Perspektive sehen, dann ist natürlich nach den Ursachen zu schauen und die ökonomische und wirtschaftliche Entwicklung Westafrikas wird von uns massiv beeinflusst, sodass man natürlich schon sagen kann, dieser negative Einfluss führt dazu, dass zumindest Menschen in einem der größten Sektoren der Arbeit gibt, Landwirtschaft, zunächst einmal sicher in die Stadt gehen. Also die meisten Migranten und Flüchtlinge sind in Afrika, 90%. Das sind nur wenige, Gott sei Dank, die diese lebensgefährliche Überfahrt wagen. Aber die, die es wagen, deren Gründe sind sicher darin zu suchen, dass wenn sie zum Beispiel erst einmal einige Jahre, nachdem sie ihre Dörfer und die Landwirtschaft verlassen haben, auch in den Städten keine Perspektive finden. Weil, wie beschrieben, es keine Industrie gibt. Und die gibt es deswegen nicht, weil sie meistens eigentlich nur die Rohstoffe exportieren können und keine Verarbeitung haben, auch nicht in landwirtschaftlichen Produkten wie Kaffee oder Schokolade oder Eindosen, selbst die Fischdosen werden ja manchmal wieder nach Afrika zurückgeschickt, aus den eigenen Fischgründen. Also diese ganzen Politiken, die Afrika zum Rohstofflieferant machen, schaffen keine Arbeitsplätze und dann sehen die Leute, dass es bei uns doch letztendlich den Menschen besser geht. Dann nehmen sie dieses große Risiko auf sich. Und unser Einfluss auf diese wirtschaftliche und landwirtschaftliche Entwicklung schafft ganz bestimmt eben für viele Menschen zumindest die Folie, auf der sie sich entscheiden, lieber bei uns, die wir zum großen Teil auch ihre Probleme verursachen, bei uns ihre Zukunft zu suchen. Exakt, also das ist leider eine absolut widersprüchliche Situation. Aber wie in allem, nicht? Also auch die Entwicklungszusammenarbeit. Ich war jetzt letzte Woche in Kamerun, habe geschaut, wie das ist eigentlich mit der billigen Milch und den Milchexporten. Dort wird die Europäische Union, also die Entwicklungskommission, baut da vier kleine Molkereien in Nordkamerun, damit die eigene Milch produziert werden kann, eigener Joghurt. Die Menschen essen ja, weil sie Rohmilch oder normale Milch nicht so vertragen, lieber Joghurt. Und dann geht man in die Supermärkte oder in die kleinen Boutiquen selbst und was sieht man? Deutschen Joghurt, haltbaren Joghurt, ja, der braucht dann nicht mal eine Kühlung. Ne? Oder deutsche Haarmilch, die auch noch billiger ist, über 5000 Kilometer transportiert, als die Milch, die die Viehhalter dort in kleinen Molkereien, auch noch von der EU mit Entwicklungsmitteln, also mit unser aller Steuergelder aufgebaut worden sind, wird von Wirtschaftsgemeinschaften, also von Unternehmen und Konzernen dort wieder kaputt gemacht. Und so ist es natürlich auch mit den Partnerschaftsabkommen. Also wenn man die Entscheidungen der Regierungen, die ja meistens auch Eliten sind, denen die Exporte ja näher sind als die Kleinbauern und die Kleinindustrien, wenn man das auch noch fördert, dann muss man sich nicht wundern, dass es tatsächlich eben genau zu den Gründen führt, die man eigentlich mit der Bekämpfung von Fluchtursachen eigentlich abschaffen möchte. So dass sagen alle Afrikanerinnen und Afrikaner, mit denen man spricht, die eine hat, gibt uns was, die uns die andere nimmt. Und das ist trotz aller eigener Widersprüche in der Politik auch für Afrikanerinnen und Afrikaner schwer nachvollziehbar, wo da eine Kohärenz oder Konsistenz europäischer Politik ist, wenn sie eigentlich immer nur die eigenen Ursachen bekämpft. Also Flucht natürlich ist klar, die Fluchtursachen, Konflikte und Kriege,
Das ist natürlich sehr komplex, aber sicher nicht so, wie die Europäische Union das macht, indem sie noch tiefer die Armeen und überhaupt die Militarisierung der Grenzen, was übrigens auch den Handel massiv stört inzwischen. Diese Grenzen waren immer offen. Also Westafrika zum Beispiel hat viel früher als Schengen offenen Raum gehabt für Menschen und Güter. Schon aus der Tradition heraus, dass diese Grenzen ja auch in Europa gezogen wurden vor über 100 Jahren, also auch nie beachtet worden sind. Also wenn Sie zum Beispiel die Ethnie der Pöll, die Rinderhirten sind, die müssen mit ihren Tieren über mehrere Staaten, ich glaube 7 oder 8 Staaten, die Weiden nachgehen, damit ihre Tiere nicht überweiden, und die Bauern haben dann über den Dung einen guten Dünger. Diese Grenzen werden aufgrund der Vorgaben der Europäischen Union zum Beispiel immer militarisierter. Das heißt, unter der Glocke Bekämpfung von Drogen, Menschenhandel und Terrorismus neuerdings auch, ja, also Boko Haram Stichwort, wird natürlich auch der Binnenhandel gestört. Also auch da nehmen wir inzwischen wieder Einfluss. Also das ist nicht die Lösung, sozusagen militärisch da irgendwie zu versuchen, eine Grenzziehung zu schaffen, die Konflikte verhindert, sondern sie schafft Konflikte, weil Grenzen, die bisher künstlich waren, künstlich deswegen, weil sie ja durch Ethnien hindurch, und wenn man zu den Verwandten mal ein paar Avocado bringen wollte, war das nie ein Problem. Da stand kein Grenzpolizist, und wenn, dann war das jemand, den man mit wenig Geld motivieren konnte, einen rüberzulassen. Wenn heute ein schwer bewaffneter, mit Nachtsichtgeräten ausgestatteter Polizist ist, dann kostet das zumindest mehr an Motivation als vorher. Und das überlegt man sich dreimal, ob dann die Avocado für viermal zu viel beim Nachbarn verkauft werden kann. Und das ist nicht der Grund, sondern unsere Alternative wäre natürlich wirklich, den Ländern diese Öffnung unserer Märkte zu belassen, wie sie ja auch für 80% da ist, die allen afrikanischen Ländern zu gewähren, indem man zum Beispiel ganz Afrika als Niedrigsteinkommenskontinent zum Beispiel bezeichnet, ist auch ein Vorschlag der Afrikanischen Union. Oder es gibt andere Präferenzsysteme für diese Mitteleinkommensländer, das nennt sich allgemeines Präferenzsystem Plus, was die Länder nur zwingt, 25 internationale Konventionen zum Beispiel zu unterschreiben, die auch meistens haben, also von Arbeitskonventionen, keine Kinderarbeit, Menschenrechts einzuhalten, das haben auch die meisten Länder. Und dann können die ein Präferenzsystem bekommen, in dem fast alle Produkte, bei Bananen gibt es ein bisschen Probleme, aber dann könnten sie ihre Produkte auch, sodass wir erst einmal sagen, okay, unser Markt ist offen, wenn ihr was produziert, habt ihr den Vorteil, dass ihr das zollfrei zu uns machen könnt, und umgedreht keine Vorgaben machen, wie die Länder sich entwickeln und wie diese Wirtschaftsunion sich entwickeln. Weil das große Potenzial auch für Arbeitsplätze und damit eben auch für die Entscheidung von Menschen, ob sie in der Region bleiben oder woanders hingehen, liegt wirklich im Binnenhandel. Das sind die Gründe, warum wir als Brot für die Welt mit unseren Partnerorganisationen eben in der Lobbyarbeit versuchen, politische Entscheider und Entscheiderinnen zu überzeugen. In den Ländern selber, was natürlich schwerer ist, weil da, wenn der Markt zu wäre, und das war immer die Drohung der EU, das sehr erfolgreiche Drohung, eigentlich die Erpressung der EU, wenn ihr die Verträge bei den Mitteleinkommensländern nicht unterschreibt, dann können wir euch nicht weiter freien Zollzugang schaffen. Das ist bei Ländern wie Kenia zum Beispiel, vor allem grüne Bohnen, selbst faire Rosen aus Kenia, die sind auch, einmal ist es passiert, 2 Monate lang hatten die Präferenz nicht mehr, da haben sich die Importeure einfach in den ärmeren Ländern die Blumen und die grünen Bohnen geholt, und die Container standen alle in Mombasa und konnten nicht nach Europa, weil 8-9% Zoll ist zu viel für die Importeure hier, das kauft ihnen hier keiner ab. In Ghana wären es Bananen, Kaffee und Ananas zum Beispiel, was sofort so teuer wäre, dass keiner es abkauft. Deswegen haben sie unterschrieben. Das führt jetzt zu einem Riesenchaos in der Wirtschaftsunion, wie ich beschrieben habe. Und das möchten wir Politikerinnen und Politiker aufrufen, einfach jetzt mal das Ganze einzufrieren, ein neues Angebot an Afrika zu machen, was Afrika selber die Entscheidungen überlässt, wie sie Handelsbeziehungen haben wollen, untereinander und zu uns, und unseren Markt offen lassen. Und dann eben die Länder auch wirklich unterstützen, dass sie es hinbekommen, eine eigene Verarbeitung, eine eigene Industrie. Wir sind nicht dafür, dass die Grenzen bei uns für Afrikanerinnen und Afrikaner geschlossen werden. Im Gegenteil, Migration ist selbst ein großes Mittel zur Armutsbekämpfung. Die Rückflüsse der Migrantinnen und Migranten aus Afrika ist größer als die Entwicklungszusammenarbeit.
also gerade aus Ländern mit großen Diaspora wie Spanien, Frankreich, aber inzwischen Deutschland. Deswegen brauchen wir natürlich auch eine Menge an legaler Migrationsmöglichkeiten, also ein europäisches Migrationsgesetz vielleicht, was halbe Million oder 1 Million Menschen jährlich die Möglichkeit gibt, auch eine Perspektive bei uns zu haben, ob sie lange hier bleiben wollen oder kurz oder für immer. Das ist dann ihre Entscheidung. Aber auch das ist eine Möglichkeit, gerade bei der wachsenden Bevölkerung, unserer jungen Bevölkerung, Erfahrungen, Austausch, aber auch Lebensperspektive zu schaffen bei uns. Und das ist unsere Verpflichtung. Und ich glaube, dass wir auch gar nicht nur drauf zahlen würden, sondern im Gegenteil auch in manchen Branchen sich sicher auch Unternehmen freuen würden, junge, aktive, gut ausgebildete Menschen aus Afrika. Darf natürlich nicht dazu führen, dass wir jetzt sozusagen die Bestausgebildeten aus Afrika abziehen. Also diese Idee, die es schon mal gab, diese Green Cards nur für hochausgebildete Menschen aus Afrika, wäre natürlich erst recht kontraproduktiv, weil diese Menschen werden natürlich in Afrika gebraucht. Aber dass Afrikanerinnen und Afrikaner dieselbe Chance haben müssten, wie wir überall in der Welt zu leben, wo sie wollen, das ist nicht etwas, was wir verweigern wollen durch Entwicklungshilfe. Wir wollen die Entscheidung ermöglichen. Jemand kann sich nur entscheiden, wenn er wirklich eine Alternative hat. Wenn er die Alternative hat, in seiner Region, in seinem Land zu leben, das möchten wir ermöglichen. Aber wir wollen auch ermöglichen, wenn er sich anders entscheidet, dass er nicht unter Lebensgefahr nach Europa kommt, sondern eben normal als Migrant bei uns ein Leben führen kann.